Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sebastian und das ist mein Kanal Pflanzlich Fit. Habt ihr schon mal vom Inka-Korn gehört? Unter dem Begriff vermutlich nicht, aber in der Pflanzenküche dürfte euch der Begriff Quinoa auf jeden Fall ein Begriff sein. Quinoa sind kleine lustige Kügelchen und die kommen aus Südamerika und sind eine super perfekte pflanzliche Proteinquelle. Denn sie haben viel pflanzliches, hochwertiges Eiweiß, denn alle 8 essentiellen Aminosäuren befinden sich in den kleinen Powerkügelchen. Sie sind zudem auch reich an Eisen, Folsäure, Vitamin A, Vitamin B und Vitamin C. Wir kochen heute ein Gericht und zwar eine Quinoa-Gemüsepfanne. Dazu gibt es dann später noch Salat mit einem kleinen Dressing aus Tahini. Das Spannende ist, das Eisen aus dem Quinoa könnt ihr durch das viele Vitamin C in der Paprika super schnell aufnehmen. Das Gerücht, dass pflanzliche Küche einen Eisenmangel verursacht, das können wir hiermit auf jeden Fall schon mal ad acta legen. Denn das ist falsch. Eisenmangel ist ein generell weit verbreitetes Problem, fast unabhängig von der Ernährungsweise. Okay, ich will auch gar nicht allzu lange quatschen, ab an den Kochlöffel und auf geht's. Und ehe ich es wieder vergesse, ich würde mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir für dieses Video einen Daumen nach oben gebt. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. In dem Sinne, Feuer frei, viel Spaß! So, alles klar ihr Lieben, auf geht's, lasst uns anfangen zu kochen. Als ersten Zubereitungsschritt bereiten wir heute unseren Quinoa vor. Den Quinoa, unsere pflanzliche Proteinquelle, spülen wir zunächst unter fließendem Wasser ab und danach lassen wir ihn für ein Viertelstündchen köcheln. In der Zwischenzeit bereiten wir den Rest unserer Gemüsepfanne vor. So, während der Quinoa jetzt vor sich hin köchelt, können wir die Zucchini schneiden. Machen wir einfach kleine Scheibchen. Je nach Geschmack müsst ihr auch gar nicht allzu viel nehmen. Ich finde Zucchini in der Zwischenzeit aber super lecker und ich weiß noch, als Kind fand ich Zucchini richtig ekelhaft. Jetzt mag ich sie super gerne. So, macht ein kleines Türmchen. So, und dann einfach in der Mitte durch. Zack. Fertig. So, alles klar. Als nächstes könnt ihr dann die Paprika klein schneiden. Ich wollte gerade für das Video einen coolen Trick machen und die Paprika hochschmeißen und wieder auffangen. Hat nicht geklappt. Paprika endete auf dem Fußboden. Aber da sind mir ein paar Kerne rausgefallen, lagen dann auf dem Fußboden. Die hebe ich auf und für alle, die jetzt meinen Kanal abonnieren, also jetzt auf Abonnieren klicken, die werden dann ungefähr Ende des Sommers ein Video sehen, wie ich diese Paprika, die ich aus diesen Kernen züchten werde, ernte. Und daraus natürlich was Leckeres koche. So, in der Zwischenzeit könnt ihr den Quinoa mal probieren. Geht noch ein kleines bisschen, ist noch ein kleines bisschen zu hart. Falls das Wasser schon weg sein sollte, packt ihr einfach noch ein kleines bisschen Wasser drauf. Und in der Regel dauert es eine Viertelstunde, dann ist der Quinoa fertig. So, in der Zwischenzeit das restliche Gemüse schnippeln. Die Möhre, die Frühlingszwiebel, die normale Zwiebel. Und normalerweise könntet ihr jetzt auch noch einen Knoblauch pellen und pressen. Aber ich habe heute keinen Knoblauch da, deswegen nehmen wir Knoblauchpulver. Und dann habt ihr die Zubereitung, die Vorbereitung des Gemüses auch schon abgeschlossen und dann geht es in den Endspurt. So, alles klar, die Vorbereitungen, die sind jetzt abgeschlossen, das Gemüse ist klein geschnippelt und unser Quinoa ist fertig gekocht. Jetzt können wir auch anfangen mit dem Rest unserer Quinoa-Gemüsepfanne. Dazu wird einfach mal wieder ein kleines bisschen Öl in die Pfanne gegeben und heiß werden lassen. Dann kommen die Zwiebeln dazu, ein kleines bisschen andünsten bzw. ein bisschen glasig werden lassen. Und dann kommt der Rest des Gemüses dazu. So, alles klar. Ich habe das Ganze jetzt nur mit ein kleines bisschen Wasser abgelöscht. Und dann kommt noch ein kleines bisschen Gemüsebrühe hinzu. Das Ganze gibt ihm noch ein kleines bisschen mehr Geschmack. So, alles klar. Das Gemüse ist fertig. Gemüsebrühe ist dran, ein kleines bisschen Wasser ist noch dran. Und jetzt geben wir ganz einfach den Quinoa hinzu. So, das Ganze wird jetzt noch gut verrührt. Vorher haben wir noch Tomatenmark dazu gegeben, Kurkuma dazu gegeben und Knoblauchpulver dazu gegeben. Verrühren und fertig. Okay, alles klar. Ist auch schon fertig. Das ging wirklich jetzt super schnell. Quinoa nur noch kurz reingegeben, umrühren
und ist auch schon fertig. Ihr könnt das Ganze so essen, schmeckt super leicht, schmeckt super lecker. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, so essen oder ihr könnt das Ganze euch in eine Schale anrichten, packt noch ein bisschen Salat dazu, schnippelt euch Rotkohl, schnippelt euch Grünsalat, packt ein bisschen Sesammus drüber und dann habt ihr ein super vollwertiges, leckeres, gesundes Essen. So, alles klar, ihr Lieben, das war's schon. Unser Essen ist fertig. Ich fasse zusammen, eine leckere Quinoa-Gemüsepfanne und als Beilage habe ich mich mal für Salat und Rotkohl entschieden und als Dressing einfach pures Tahini. Wie gesagt, das Essen ist super lecker, mir hat es sehr gut geschmeckt, ist reich an pflanzlichem Protein, ist reich an Eisen, reich an Folsäure, reich an Vitamin C und diversen B-Vitaminen. Und dazu schmeckt es halt auch wirklich noch super lecker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt gerne auf Abonnieren bei meinem Kanal, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche zu einem neuen Video wiedersehen. In dem Sinne, bis bald, euer Sebastian auf Pflanzlich Fit. Macht's gut, ciao.